Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Cthulhu. Ja, im letzten Part sind wir einen Handel mit Cat eingegangen, die uns geholfen hat, die Hintertür des Lagerhauses zu knacken, weil das ist ja von den Polizisten bewacht worden. Und da drin haben wir dann uns umgesehen, haben eine Rekonstruktion erstellt, total coole Sache tatsächlich, und haben festgestellt, dass irgendwer vor kurzem da drin gelebt hat und ein altes Gemälde, ein angesenktes Gemälde aus dem Hawkins-Anwesen, ja, mitgenommen hat. Das steht auch alles links in der Zusammenfassung als Vorbereitung auf das neue Kapitel. Officer Bradley hat uns dann quasi in Anführungsstrichen erwischt und er hat sich aber überzeugen lassen, uns mit ihm zusammenarbeiten zu lassen. Und nun sind wir zur Hawkins Villa gefahren und hier werden wir auch direkt jetzt den Wahnsinn betreten und sehen, was dieses Anwesen für uns bereithält. Here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay, habt ihr die gerade in der Nahansicht, als der Bradley noch im Auto saß, die Narben gesehen auf seiner Wange? Die so ein bisschen wie die Joker-Narben aussehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Part das war. Da wurde erzählt, dass Cat das mit ihren Leuten auch macht, denen so ein Grinsen ins Gesicht schneiden. Und anscheinend ist er ihr da wohl schon mal zum Opfer gefallen. Also vermute ich jetzt. Und auch gerade die Kameraführung aus dem Eingangsbereich der Villa lässt für mich die Vermutung bestehen, dass der Winchester, der hier wohl leben soll, entweder ist der das gewesen oder hier ist noch eine andere Person. Okay. Ich denke, was haben wir denn hier? Wir haben, ich dachte, die Villa sei in Flammen aufgegangen. Die Villa könnte jeden Augenblick einstürzen. Sie kennen sich ziemlich gut aus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte? Ich habe schon von Winchester gehört. Ja, ich denke, wir werden da jetzt erstmal drauf eingehen. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bomb? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kind of unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Oh, ich hätte da noch die eine oder andere Frage, aber es ist natürlich auch richtig schwer, wenn du so super lange für eine Familie arbeitest und die Kinder quasi, weil ich denke, er wird ja bestimmt auch schon für Charles' Eltern gearbeitet haben, gehe ich mal davon aus, also ist ja meistens so, und er ihn quasi hat aufwachsen sehen und dann seine eigene Familie betreut und das ist dann, glaube ich, schon schwer, wenn der das dann durch so ein Unglück, wir gehen ja immer noch mal davon aus aktuell, wir haben ja noch keine Beweise, dass es anders ist, ja, verliert und er einfach nichts hat, keine Lebensgrundlage, keine Arbeitsgrundlage mehr, dann kann ich das verstehen, dass man da irgendwie ein bisschen, ja, anders wird. Aber jetzt fragen wir ihn erstmal, warum denn die Villa eigentlich noch so gut aussieht, wenn sie doch eigentlich komplett verbrannt sein sollte. I see no scorched trees or fire damage. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions?
Ja, auch das kann ich tatsächlich verstehen, dass er sich da super Vorwürfe macht, dass er nicht schnell genug war. Kann die einstürzen? Ich weiß You nicht. won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know. Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Okay. Ja, natürlich habe ich die Fährte aufgenommen, Alter. Das ist mein Job. So, dann gehen wir mal hier. Was? Das ist ja schon sehr auffällig, wie gut er sich auskennt, obwohl er wahrscheinlich, wenn er der Dorfpolizist, der Dorfofficer, der, keine Ahnung, Inselofficer ist, wird er sich ja da tatsächlich auch recht gut auskennen. Ich meine, wäre blöd, wenn er seine eigene Umgebung nicht kennt. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Okay, also er scheint ja tatsächlich einen guten Job gemacht zu haben und auch gar kein schlechter Polizist zu sein, wie ich im ersten Moment dachte. Aber klar, ich glaube, auf so Inseln sind die Leute erstmal Fremden gegenüber sehr abweisend. Ich bin jetzt zumindest froh, dass er mit mir arbeitet. Also ich hoffe, dass er mit mir arbeitet. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee. If you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht verärgern. Okay, wenn ich das anklicke, sagt er mir dann nochmal dasselbe. Ich probiere es einfach mal. Im Zweifel kann ich es ja überspringen. Okay, ich kann es eh nicht mehr nutzen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren und Attacke. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. If only to reassure Silas. Ja, das ist vielleicht. Ich möchte hier nicht alleine laufen und ich gebe ihm erstmal einen Vertrauensvorschuss und er kennt den alten Silas Winchester und ist das vielleicht ganz gut, um dass er mitkommt und ich bin auch ganz froh, wenn wir nicht alleine sind. Why not? You can help. Right. Let's go. Ja, vorher möchte ich mir aber gerne dein Profil angucken, mein Freund. Ich möchte nämlich etwas über dich lernen. Okay, Officer Bradley, 37, der sieht deutlich älter aus als 37. Polizist, dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hawkins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm. Vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen. Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man jemanden hat, der einem da ein bisschen Unterstützung bietet, gerade weil er ja dieselbe Intention hat wie wir. Okay, Villa der Hawkins Gärten. Die Villa der Hawkins steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Verwalter, Silas Winchester oder Silas, treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Ja, das, wie gesagt, ich kann ihn da komplett verstehen. Ich werde jetzt diesen einen blöden Punkt doch noch nutzen. So, wir werden ihn wieder in Redegewandtheit stecken. Sonst nervt er mich nämlich die ganze Zeit. Was sagt eigentlich unser Verstand? Wir sind immer noch sehr stabil. Das ist sehr gut. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sich das noch ein bisschen ändert. Okay. Hinter uns ist das Tor und das Auto. Da geht's also lang. Muss ich da runtergehen? Kann ich nicht hier oben lang? Ich gucke mir nochmal das Tagebuch an. 25. Oktober 1924. Hat sich das jetzt eigentlich geändert? Ne, ist derselbe Tag noch. Okay. Garten des Hawkins Anwesen. Officer Bradley fuhr uns
an den Klippen von Darkwater entlang zur Villa der Hawkins. Das riesige Haus ist am Hang eines steilen Gipfels gelegen und bietet einen guten Blick hinab auf den Leuchtturm. Der Ort schien schon längere Zeit verlassen zu sein. Bradley erwähnte einen alten Verwalter, der noch immer hier lebt. Er soll uns wohl kaum davon abhalten, in die Villa zu gelangen. Ja, das hoffe ich doch tatsächlich. Gut, Bradley ist da unten lang gegangen, aber ich habe ja immer so einen kleinen Entdeckerdrang. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Okay, das hier oben ist... Wir laufen mal ein bisschen. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Ja, okay. Der Baum ist umgefallen. Da steckt aber auch eine Axt drin. Sturdy. And well sharpened. Okay, das heißt, sie ist anscheinend benutzt worden. Vielleicht wollte jemand den Weg frei machen. Jetzt gucken wir uns aber hier nochmal um, bevor wir Bradley nachgehen. Gott, ich glaube, ich verlaufe mich hier. Aber ich finde es halt einfach hochinteressant. Außerdem möchte ich halt auch nichts übersehen. Und zumindest werden wir jetzt hier vielleicht mit einer wunderschönen Aussicht, naja, Aussicht schön bei dem Wetter, aber mit einem schönen Ausblick belohnt. Okay, hier steht, also hier scheinen die ja irgendwie mal doch sich auch immer mal hingesetzt zu haben. Da ist ein Haus, das könnte vielleicht das Haus von dem Verwalter sein. Da ist der Leuchtturm von Darkwater und da unten können wir den Hafen sehen. Also ist schon cool gemacht tatsächlich. Und da erstreckt sich die Villa, also sehr gespenstisch wirkt das alles. Also an sich hier ein sehr düsterer, ein sehr dunkler Ort. Da qualmt auch was aus seinem Schornstein. Das heißt, er wird ja hoffentlich in seinem Haus sein. Was allerdings nicht erklärt, wer uns da vielleicht beobachtet hatte. Weil ich finde, als wir hier angekommen sind, wie gesagt, es gab einem direkt das Gefühl mit dieser Kameraperspektive, dass man beobachtet wird. Okay, was ist das hier? Das sieht wieder aus wie so eine Statue. Da ist Bradley. Okay. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Wahnsinn. Hillrop House. 1693 bei Reverend John Wickwood wurde das Hillrop House erbaut. Wahnsinn, also das ist tatsächlich sehr alt. Okay, Bradley ist da, dann schleichen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Einfach, um mal zu gucken, wie es hier weitergeht. Okay, hier kommt... Okay, wieso kriege ich jedes Mal Sorge, wenn ein Spiel speichert? Gut, ich denke mir dabei einfach nichts, dass... Nein, alles wird gut. alles wird gut. Okay, hier ist es auf jeden Fall zugenagelt, zu mit Brettern. I'll have to find another entrance. Ja, ich denke auch nicht, dass das hier der richtige Eingang ist. Aber jetzt kommen wir vielleicht auf die Rückseite von dem Baum und auch gleich an die Axt ran. Oh, ich habe hier echt... Also ich weiß nicht, ich kriege direkt Herzklopfen. Einfach durch diese Art und Weise, wie die... The axe is gone. I'd better be on my guard. Okay, okay, die Axt ist weg. Also ist tatsächlich gerade hier jemand gewesen und hat die Axt weggenommen. Sollte ich da jetzt weitergehen oder... Guck mal, da ist ein Rabe. Oder ist das das Schlimmste, was ich gerade tun kann? Aber ich bin so verdammt neugierig. Ich habe zwar echt totes Herzrasen gerade, aber ich bin einfach zu neugierig und zu entdeckerhaft. Und im Sound ist auch immer mal so ein Bummern wie so ein Herzton. Ey, das macht das Ganze gerade hier nicht noch besser. Aber da brennt auf jeden Fall eine Laterne. This entrance is still in use. Ich glaube, das... You are trying to force the door, you nosy prick. Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Okay. I'll show you how we have it out on Darkwater. Nein, bitte nicht! Oh Gott, ich muss mich entscheiden. Entweihen Sie diesen Ort nicht. Sie sind ein Polizist. Ich arbeite für Stephen Webster. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased.
That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Okay. Puh. Oh, ich muss mich kurz erholen von meinem kurzen, ich habe einen ganz kleinen Herzinfarkt bekommen. Also, ich liebe es, solche Spiele zu spielen, aber es schockt mich dann doch immer. Und ich glaube, also es hat mich auch kurz unter Stress gesetzt, die richtige Antwort zu wählen, aber ich bin froh, dass ich direkt das Richtige genommen habe. Okay, verschlossen, hier wird sie auch bleiben. Wollen Sie mich loswerden oder? Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Ich denke, diese Ermittlungssachen oder diese Zusatzsachen, die wir bekommen, wenn wir quasi, weil wir so Profi sind, die sind vielleicht gar nicht so schlecht und die werde ich auch nutzen. No one lives in the mansion and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Okay, also wir haben auf jeden Fall jetzt den Schlüssel erhalten. Das ist richtig gut. Und da kommt Bradley auch. Ich werde dann aber gleich trotzdem nochmal zu dem Punkt gehen, wo Bradley war. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Der alte Silas Winchester geistert auf dem Anwesen seiner früheren Herrschaften umher, jederzeit bereit, seine Axt gegen Eindringlinge einzusetzen. Er hätte mich verjagt oder zu Hackfleisch verarbeitet, hätte ich ihn nicht beruhigen können. Ich konnte ihn jedoch überzeugen, mir den Schlüssel zum Dienstboteneingang zu geben. Das war, glaube ich, auch eine sehr gute Sache, dass wir das hinbekommen haben. Silas Winchester, wer ist denn der Gute? Er ist 64 Jahre alt und verwaltet das Anwesen der Hawkins. Silas Winchester, der alte Verwalter der Familie Hawkins, wacht noch immer über den Friedhof und die abgebrannte Villa der Familie. Bei aller Hingabe zu Charles Hawkins, den er aufwachsen sah, hatte er auch großen Respekt für Sarah Hawkins und ihren Sohn Simon. Die langen und einsamen Monate auf dem verlassenen Grundstück haben ihn sehr misstrauisch gemacht. Silas legt noch immer Blumen auf die Gräber von Charles, Sarah und Simon. Ich denke, das ist das, wo hinten Bradley stand. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen. Und es ist so, wie ich dachte, er hat halt Charles aufwachsen sehen. Und jetzt haben wir den Schlüssel zum Dienstboteneingang erhalten. Hoffentlich wird es war es das Risiko wert. Ja, das hoffe ich auch. Wir gehen jetzt aber... Kann man hier... hier kann man noch runter. Voll cool. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ich gehe erstmal allem nach. Ich bin ja ein kleiner Entdecker. Ach, da kommen wir bestimmt zu seinem Haus. Gehe ich mal davon aus. Okay, hier ist ein Tor. This gate is locked. Gut, okay. Das ist schon mal gut zu wissen, dass es verschlossen ist. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir hier... Es ist ja echt verworren hier. Wo kommen wir hier hin? Ins Nichts. Nichts, okay. Sehr, sehr verworren. Aber ich meine, das liegt ja hier auch auf so einer Klippe. Okay, das ist das Haus von... Ich gehe davon aus, dass es das Haus von Sam ist. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen mehr über ihn heraus. I know a thing or two about solitude myself. Ja, man ertränkt es dann gerne in Alkohol. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Okay, soll ich das wagen? Da können die mich sehen? Na, ich glaube nicht. Wir gucken, ob wir da reinkommen. Aber meine Lieben, ob wir da reinkommen und ob wir da drin noch irgendwas Interessantes finden, das werden wir uns das im nächsten Part angucken, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu.
Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn ich finde, dieses Spiel hat eine ganz geniale Grundspannung. Und ja, ich freue mich, euch im nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.